Ja, weiter geht's. Wir fangen wieder mal an. Wir fangen oft an in letzter Zeit. Ah, schlechte Hand ist schlecht. Needle Drop, Chain Lightning. Also ich glaube nicht, dass das Needle Drop mir hier noch den Vorteil haut. Deswegen mulligan wir mal auf einen Mist. Das können wir auch nicht kippen. Ja. Das ist genauso schlecht wie die erste Hand, aber jo. Jo. That's what we got. Wir können halt nur hoffen, dass der Gegner noch schlechter zieht. Da hat er Mulligan auf 6 gemacht. Grunz, Grunz, Grunz. So kommt kein Win zusammen. Blau. Preordain. Vielleicht ist der Storm. Dann haben wir Zeit. Lava Spike. Schauen wir mal, was das ist oder wird. Nochmal blau. Und kommt der Delver. Oh, Feendeck. Oh, das ist garstig. Feendeck ist schlimm. Vor allem, wenn man so eine Mist-Dreckhand hat, wie ich gerade. Ja, Martyr. Fällt mir gerade ein. Ah, ja. Der läuft mit dem Spiel davon, das sehe ich jetzt schon. Preordained mal. Können uns wieder Card Artwork anschauen. Bisschen ausgeschaut wie so ein Taurer. Und das erkennt. Und ja. Das ist ja mal freundlich. Das ist etwas, was wir brauchen, worüber wir uns freuen. Und den Mountain spiele ich jetzt ganz einfach deswegen nicht aus, weil ich Searing Blaze gern hätte und wir sowieso unsere zwei Mana-Quellen haben und sowieso keine Spells. Deswegen möchte ich gern das Searing Blaze enabled haben. Mein Gott, was für ein blöd englischer Ausdruck. Ich möchte gern mein Searing Blaze verfügbar haben für die Landung-Mechanik heißt das genau, Landung. Also Landfall, Landung. Ja, für die Landungsmechanik möchte ich mein Gebirge offen halten. Ganz witzig übrigens, ich spiele im Commander und ich baue mir gerade im Commander ein Goblin Tribal Deck mit Krenko als Commander. Und ich habe mir da ein Goblin King besorgt, einen uralten Deutschen mit noch mit dem alten Artwork. Und da heißt die Mountain Walk Ability nicht Gebirgstarnung, so wie das im Deutschen, glaube ich, mittlerweile der Fall ist, sondern Gebirgsmarsch. Das ist sehr interessant, dass die das geändert haben. Obwohl natürlich Tarnung hier vom Spiel Prinzip her besser ist. Stormt der mich jetzt nieder, was macht der? Returned das in die Hand und untappt zwei Länder. Jetzt spielt das wieder. Was wird denn das? Ach nein, bitte. Combo, das, ja. Was passiert denn da gerade? Das Artwork ist nicht so hübsch, gefällt mir nicht. So. Mal wieder kleiner. Okay, also bis jetzt haben wir einen Mana gewonnen. Oder wie? Machen wir das wieder kleiner. Will er nicht mich targeten? Offenbar nicht. Gut. War's das wieder? Das ist cool. Machen wir im Upkeep des Spielers. Also des Gegners oder des Waltels. Also hier vorm Draw noch. Vorm Draw noch. So. Und jetzt Needle Drop. Und Rift Bolt ist okay.
meine, okay, es ist natürlich alles nicht, aber ist halt das, was wir haben. Und er hat einen 1-1er Flieger. Aber ich weiß, dass Feen sehr, sehr schnell, sehr, sehr gastlos sein können. Aber die Curse ist freundlich. Was? Blue spells and red spells you cast cost 1 less to cast. Ach, das ist diese Mana-Mach-Utility-Blödsinn. Also Zeug halt. Trotzdem haben wir 10 Damage gesammelt. Und werden wir den Gegner jetzt töten, nächste Runde. Und zwar so. Ach, das war jetzt nicht sehr klug, den Mountain zu spielen, aber es ist auch wurscht im Prinzip. Das suspenden wir. Ja, den Mountain zu spielen hätte ich mir absolut sparen können, keine Ahnung, warum ich das getan habe. Curse macht den Ping. Und ich fühle mich dem Kill ziemlich nahe, aber wie so oft bin ich in der Realität wahrscheinlich sehr, sehr weit weg. Jetzt nicht ein Haufen Counter-Spells kommen. Maldrifter ist gut. Mülldrifter. Aber selbst wenn er ein Mana-Leak hat, kann ich es bezahlen und Fireblast trotzdem machen. Wenn er nicht so genial ist und mir mein Fireblast Mana leakt, aber ich hau mir sofort natürlich die drei. Okay, er zieht sich jetzt 1 Million Karten. Aber gut. Kombo-Zeit, Kombo-Zeit. Kombo überall. Wir freuen uns sehr auf Weihnachten. Und machen Gauntlet mit dem Waltel. Hey! So. Ja. Okay, Compulsive Research. Das Einzige, was ich mal aufpassen muss, ist der Hard Count, also wenn Counterspell jetzt hier kommt. Ist gut. Also sehr viel Mischmasch hier, aber nichts, was unseren Kill nächste Runde countern würde. Ich glaube eigentlich, dass es ein Feen-Deck ist, aber mittlerweile bin ich mir gar nicht so sicher, muss ich nachher fragen, wie das heißt, um das Video vernünftig zu benennen. Benennen. Zu benennen. So. Ja. Riftbolt ins Gesicht. Und Incinerate. Und das war's auch. Jo. Jo, Searing Blaze wäre wahrscheinlich gut. Pyroblast ist sehr sicher gut. Celtic Marauders, das fliegen wieder mal raus, weil zu viele Blocker da sind. Nun ja. Was noch? Martyr könnte man sich überlegen. Ich dachte, das ist ein reines Feendecker, weil es ist mehr so Combo Pipapo. Aus dem Grund lassen wir den Matthäus mal draußen vorerst. Ja, Rest kann so bleiben. Schauen wir mal, was passiert. Schauen wir mal, was passiert. Walter Sideboard noch gerade ein bisschen. Ich
Mach unterdessen ein Kanzo of Takia Booster auf, was mir mit freundlicher Unterstützung des Spielraums verkauft wurde. Naja, Herald of Anafensa und ein Goblin Token ist das einzige, was ich hier als nennenswert finde. Jo. Ah, geht schon weiter. Cool, skippen wir. Skippen wir. Searing Blaze Fun. Warum auch nicht? Ich meine, es macht halt schon sehr viel von seinem Anfangszeug weg. Das kann man schon. Trotzdem viel ändern. Die brauchen natürlich auch, um die Blazes zu aktivieren. Das ist schon gut. Kann man spielen. Morphic Expanse, das heißt, es kommt schon mal gar nichts am Anfang. Holt sich ein Standardland raus. Incinerate ist auch fein für den Fall, dass wir für den Fall, dass wir im nächsten Zug spielen können, also keine Blaze machen können. Lightning Bolt spiele ich jetzt, um Counterspells zu vermeiden, wenn er nichts anderes denn hat. Und ja. Schauen wir mal, ob es Incinerate oder Blaze wird nächste Runde. Preordain, es wird ein Incinerate werden. Aber gut. Und ein Landdrop gemisst wird es auch werden, sehe ich da gerade. Hoho, Landdrop hast du gemisst. Und ich habe dich dabei beobachtet. Und aus gegebenem Anlass machen wir lieber Flame Rift, weil wir Incinerate noch immer als Removal sonstige Art aufheben können. Oder was auch immer. Irgendwelche Needle Drop Shenanigans damit machen können. Ich wäre aber froh, wenn der Waltel mal eine Kreatur legen würde. Ah, dass ich mein Searing Blaze hier spiele. Aber ja. Offensichtlich war's das. Mal. Bis zum nächsten Mal.